Ass uns Herrgott, die Welt erschaffen deht, Fung Heibi Meckelborch an, schreibt Fritz Reuter, Mecklenburgs großer Dichter. Am wievielten Tag er in Schwerin eine Bibliothek einrichten ließ, wissen wir ganz genau. Es war der 28. August 1779, Goethes 30. Geburtstag. Ein Zufall. Wer die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern einmal besucht hat, findet immer wieder dorthin. Nicht nur, weil er jetzt den Weg kennt, sondern weil das Haus voller Bücher eine gewisse Anziehungskraft hat. Ende des 18. Jahrhunderts schwitzten im Kreuzgang des Doms noch Gymnasiasten. Und die Büchersammlung fand noch in einem Schrank Platz. Erst 1886 zog die Bibliothek in dieses Gebäude. Der Philologe Dr. Karl Schröder, einst Schüler des Gymnasiums am Dom, wurde Direktor der Bibliothek. Schon seine Vorgänger hatten besonderes Augenmerk auf die Sammlung mecklenburgischer Literatur gelegt. Nahezu alles, was über das Land oder in Mecklenburg jemals gedruckt wurde, ist hier aufbewahrt. Nicht nur Belletristik und Zeitungen, sondern auch Theaterprogramme, kommunale Verordnungen und Wohnungsanzeige. Kein Problem herauszufinden, wo der Bibliotheksrat Karl Schröder vor gut 100 Jahren gewohnt hat. In der Augustenstraße 19. Ein Stadtplan von 1870 zeigt den täglichen Arbeitsweg des Regierungsrates. Den Luxus eines privaten Telefons hatte Schröder nicht. Das Schweriner Verzeichnis aus dem Jahre 1890 mit 44 Anschlüssen ist schnell zu überblicken. Schröder hat in seiner 40-jährigen Amtszeit den Buchbestand etwa verdoppelt. Nicht nur, was die Buchhändler zu bieten hatten, sondern auch private Bibliotheken wurden zahlreich erworben. So gelangten auf verschlungenen Wegen wertvolle Einzelstücke in die Sammlung. Zu den ältesten zählen Drucke, die vor 1500 entstanden sind, die Inkunabeln. Dieses Messbuch stammt aus dem Jahre 1479 und gehörte wahrscheinlich einem Schweriner Dompfarrer. Noten wurden damals generell noch mit der Hand geschrieben. Die älteste Zeitung der Landesbibliothek aus dem Jahre 1711. Die mecklenburgische Presse des 18. und 19. Jahrhunderts berichtete zwar aus aller Welt, aber möglichst wenig aus dem eigenen Land. Vielleicht, um die Mecklenburger nicht zu verunsichern. Dass während der napoleonischen Kriege auch in Norddeutschland geschossen wurde, erfuhr das Volk eher am eigenen Leib als aus der Zeitung. Ein Gefecht vor Lübeck im Jahre 1813 hinterließ Blutspuren auf dieser Karte. Der damals erschossene Major taucht in der Sammlung der Leichenpredigten aber gar nicht auf. Er war kein Mecklenburger. Nur ansässige Familien von Rang und Namen sind hier zu finden. Die dicken Bündel mit Trauerreden, Verlobungsanzeigen und Hochzeitsgedichten setzen Familienforscher immer wieder in Erstaunen. Musik
einer, der nicht nur Ehrengedichte, sondern sein ganzes Archiv einbinden ließ, war der Geheimrat Johann Peter Schmidt, ein mecklenburgischer Staatsbeamter des 18. Jahrhunderts. Über 6000 Schriften, zum Teil einmalige Mecklenburgica, verdankt die Bibliothek seiner Sammelleidenschaft. Der großherzogliche Leibarzt Wilhelm Hennemann, 1844 verstorben, zählt zu den Personen, die aus der Bestandsgeschichte herausragen. Seine Privatbibliothek wurde Grundstock einer wertvollen Sammlung an Medizinliteratur. Was die großen Gymnasien heutzutage mit mehr oder weniger Aufwand zusammenstellen, Mitteilungen oder Jahrbücher, hat es schon vor 200 Jahren gegeben. Es war üblich, alljährlich Schulprogramme mit wissenschaftlichen Beiträgen zu veröffentlichen. Im Anhang finden sich dann Namenslisten der Lehrer und Abiturienten. Zu den Mecklenburgica zählt aber auch eine Menge an Kleinschriften. Sei es eine Zeitung, ein Gesetzblatt oder eine Abfallfibel. Alles, was mit dem Land zu tun hat oder hier gedruckt wurde, wird in der Landesbibliothek aufbewahrt. Die Bibliotheksrätin Grete Grewolz ist für die Erfassung und Erschließung der Literatur über Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich. Mehr als 3000 Titel nimmt sie jährlich in die Regionalbibliografie auf. Wir sind ja als Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern eine Bibliothek, die alle Fachbereiche sammelt, aufbewahrt, archiviert. Aber ein Hauptanliegen ist uns natürlich, die Literatur über das Land Mecklenburg-Vorpommern zu sammeln. Da haben wir eine ganz besondere Verpflichtung, diese Literatur auch inhaltlich zu erschließen, bibliografisch aufzubereiten und weiterzuvermitteln. Deswegen sind wir auch sehr bemüht, alle Literatur, die im Lande und auch außerhalb unseres Landes erscheint, zu erfassen. Das alles versuchen wir also bibliografisch zu erschließen mit der Mecklenburg-Vorpommerschen Bibliografie. Mit der Verzeichnung angefangen hat Wilhelm Hees in den 30er Jahren. In seiner dreibändigen Bibliografie ist der mecklenburgische Altbestand zu finden. Eine Stichprobe. Die Schwerinsche Chronik aus dem Jahre 1598 und ihr Eintrag in der Bibliografie von Hees. Jedes Jahr wird es enger in den Regalen. Solange ein Bibliotheksneubau auf sich warten lässt, muss das Haus auch mit Außenstellen leben. Die Musikaliensammlung befindet sich in der Molkereistraße. 70.000 Notenbände, darunter viele Handschriften und Drucke von Mecklenburger Komponisten, sind hier untergebracht. Eine Sonate von Johann Wilhelm Hertel ist im Hintergrund zu hören. Namen wie Adolf Karl Kunzen, Anton Rösler Rossetti, Friedrich von Flotho und Friedrich Wilhelm Kücken sind auch deshalb einem größeren Publikum bekannt, weil Quellen, die nur hier vorhanden waren, veröffentlicht wurden. Nicht nur als Notendrucke, sondern auch als Schallplatten und CD-Aufnahmen. Kein Wunder, dass hier Anfragen aus aller Welt eintreffen. Thank you.
Das sind nicht Argelierte, die in die Bücher kicken, sagt die Buhr. Recht hat er, heute mehr denn je. Wer mit den Katalogen nicht gleich zurechtkommt, dem helfen qualifizierte Mitarbeiter. Und wenn Fritz Reuter den alljährlichen Beschluss des Landtags zitiert mit »Alens blifft bin ollen«, so hat sich auch das geändert. Dank elektronischer Datenbanken, die mittels moderner Computertechnik abrufbar sind, hat auch diese ehrwürdige Bibliothek den schnellen Schritt eines neuen Zeitalters aufgenommen.